Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Heute bauen wir ein echtes Traumauto von Xingbao aus der Dreamcar Serie, der Mercedes SL Flügeltürer, die Pagode mit 825 Teilen. Tja, und dann seht ihr schon, so sieht das Ganze aus. Z-Nummer XB03010 und ich pack's mal flott aus. Wir haben eine nette Anleitung und einen Aufkleber leider sogar mit dabei. Egal. Insgesamt sieht die Anleitung gut aus. Auf 107 Seiten wird das Teil hier gebaut und dann lege ich damit auch gleich mal los. Mal schauen, wie viele Tütchen wir hier haben und wir haben ja Bauschrittnummerierungen, also Tüte 3. Wir haben insgesamt 4 Bauschritte und das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Also heißt es jetzt noch Bauschritt Nummer 1 raussortieren, auf meine Tellerchen verteilen und dann geht es los mit dem Zusammenbau. Ist das ein Benz oder ist das ein Benz? Es wird mal irgendwann ein Mercedes-Benz werden. So soll es aussehen. So sieht es aus aktuell nach Bauabschnitt Nummer 1. Ich bin gelandet auf der Seite 32, oder? Umblättern. So, jawohl, Seite 32 der Bauanleitung. Und alle Tüten, auf denen die 1 stand, sind verbaut. Und wir werfen dann mal hier einen kurzen Blick drauf. Wie sieht es denn aus? Also wir haben hier eine sehr massive Grundplatte gebaut oder keine Grundplatte, sondern eine Grundkonstruktion, eine Bodengruppe, würde man glaube ich beim Auto sagen, wo wir einmal hier hinten Achsen drin haben, die sich dann drehen können. Das sind also die Hinterachsen und das ist nicht eine Achse, sondern 2 Stück. Die hier, die geht ein bisschen schwergängig, die hier, die geht dafür sehr, sehr leicht. Also hier hinten sieht man schon, da werden noch Dinge angebaut. Da haben wir also Baurichtungsumkehr mit drin, genauso wie hier an der Seite. Hier dann diese abgeschrägten Steine, die dann hier den Unterboden wohl darstellen. Und wir haben eine Lenkung. Ich weiß nicht, ob der wirklich später lenkbar sein wird über das Steuerrad, aber wir haben hier eine Lenkung und hier kann man auch schön sehen, wie die funktioniert. Die ist eigentlich sehr, sehr simpel gebaut, will ich sagen, und hat sich hier eben verhakt. Aber es klappt. Also man kann auf jeden Fall hier später dann die Räder mitlenken. Dann haben wir einmal hier, das soll wohl irgendwie was vom Motor darstellen. Und dann verchromte Teile, wobei, qualitätsmäßig, wenn ich hier mal näher rangehe, da sieht man schon, da ist noch ein bisschen was Gelbes drunter. Also das waren ursprünglich mal gelbe Steine, die dann hier mit diesem, mit dieser Chromfarbe überzogen wurden. Auch hier in der Ecke kann man das noch ein bisschen sehen. Also qualitativ Luft nach oben, aber von Weitem betrachtet dennoch sehr schön mit den Chromteilen. Und hier vorne für den Kühlergrill haben wir dann noch so 2 richtig gefährlich aussehende Pfeile, auch die schön verchromt. Und einen bedruckten Stein mit dem Mercedes-Stern vorne dran. Und da habe ich mich doch eben gefragt, wo wird wohl, wenn wir hier den schönen bedruckten Stein haben, dieser gruselige Aufkleber, der hier ganz vorne drin steckt. Wo wird der wohl hinkommen? Kommt der dann auf die Rückseite? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber soweit sind wir gekommen. Ließ sich alles gut bauen. Ich dachte eine Weile, mir würde ein Teil fehlen, aber ich habe mich getäuscht. Das hing dann nur noch an der Tüte fest. Also alles gut. Das hier ist der Inhalt der Ersatzteiltüte und was hier so übergeblieben ist bisher. Alles im grünen Bereich, Freunde. Und ich freue mich hier, den SL weiterzubauen. Ein echt schönes Auto. Ein toller Klassiker. Eben ein Dreamcar. Also, weiter geht's mit Bauabschnitt Nummer 2. Da haben wir die Tütchen liegen. Und dann schauen wir mal, wie weit uns Tüte 2 oder Abschnitt 2 von dem Ergebnis zum Endergebnis voranbringen wird. Jetzt zieh sich mal einer diesen pornösen Innenraum an, so würde ich das mal nennen. Also wir haben hier rote Ledersitze eingebaut. Ich sag mal, es ist Leder oder so Leder darstellen. Auf jeden Fall, ganz schön rot innen drin.
Da muss man drauf stehen. Also wir haben hier einmal die Sitze gebaut und ihr seht, hier unten, da haben wir solche Slopes als ja, Sitzpolster und dann hier diese Teil Modified hier an so einer, ja, so an so einer Noppe, an so einer Technik-Noppe dran, dass die so nach hinten klapper sind noch. Ob das so bleiben wird, keine Ahnung, aber aktuell kann man die eben so nach hinten klappen und somit haben wir schöne rote Sitze. Hier noch so eine Mittelkonsole, die nach oben geht und ein Schaltknauf, also ein Schalthebelchen hier noch ganz in der Mitte. Etwas weiter vorne sehen wir hier schon ja die A-Säulen, die wir gebaut haben, also hier und hier. Eine Scheibe, wenn wir kurz mal spicken, jupp, kommt da nicht rein, aber es werden wohl noch Scheibenwischer dazukommen. Dann haben wir die Motorhaube gebaut, komplett mit Fliesen ausgekleidet. Die echt, echt lange Motorhaube und die sieht cool aus. Gefällt mir echt gut. Auch hier vorne der ganze Look, der langsam hier kommt. Und wenn wir mal die Motorhaube nach oben aufklappen, dann sehen wir auch, ja, ein bisschen dunkel ist es. So, dann sehen wir auch, wie es da unten drunter aussieht. Wenig spektakulär und wie gesagt, unser Motorraum, den hatten wir vorhin ja schon gesehen. Also Klappe nochmal zu. Hier vorne haben wir eben diese Slopes als Abschluss und oben drüber dann Fliesen, 2x4er, 1x4er, 1x2er und so weiter und so fort. Und hier nochmal so unterschiedliche, ja, was sind das, solche Grillsteine, nenne ich sie einfach mal. Wir können nochmal weitergehen und uns hier die Seite anschauen, denn auch da haben wir ein bisschen was zugebaut. Und als optisches Highlight sind natürlich hier diese ja, silbernen, also mattiert silbernen Stäbe zu nennen, die dann hier ja, die Seite bilden und das sieht ganz cool aus. Was mich hier etwas irritiert, seht ihr hier unten diesen Seiten, diesen Streifen unter den Stäben, der sieht hier auch aus, als wäre das ein schöner Chromstreifen. Ja, in echt ist es aber hier nur so ein mattes Grau von so einer Grundplatte. Naja, auf jeden Fall die Stäbe, die sind auf jeden Fall in Silber gehalten und das hier auf beiden Seiten, wie man sehen kann. Ist ein schöner Akzent und sieht nachher, denke ich, richtig cool aus. Schade, dass das hier jetzt nicht auch noch so gehalten wurde. Aber ihr seht schon, wir kommen hier ganz ordentlich voran. Das Ganze ist schön, stabil, massiv. Das wird ein richtig schöner Benz. Und wir machen dann auch gleich mal weiter mit dem Bauabschnitt Nummer 3. Jetzt muss ich auch mal kurz spicken, auf welcher Seite wir denn hier überhaupt waren. Das ist noch der Abschnitt 2.2.2.2.2.2.17. 220 und das waren die A-Säulen und dann geht es weiter mit Bauabschnitt Nummer 3. Mal schauen, wo der uns hinführt. Ach, bevor ich es vergesse, das hier sind die übrig gebliebenen Teile von Bauabschnitt Nummer 2. So, jetzt aber weiter. Und auf Seite 84 ist auch Abschnitt Nummer 3 geschafft und wir sind richtig weit gekommen. Schaut euch das mal an. So sieht jetzt die Front aus. Hier ein bisschen noch was verbogen. Aber ja, ja. Also der SL hat hier schon deutlich an Form gewonnen. Wir fangen einfach mal hinten an. Ha, bei vorne ist es interessanter. Also. Wir haben hier hinten jetzt diesen roten Bereich hier gebaut, inklusive Ersatzrad, das hier drunter liegt. Und hier eine Ablage, die aussieht, als könnte man sie nach oben klappen, geht aber nicht. Die ist fest hier mit eingebaut. Hier haben wir schon mal ja, so Scharniere oder so Aufnahmen, wo man später, denke ich, dann doch noch was bewegen kann, vermutlich. Und ja, das hier ist dann eben die Hutablage und dann geht es dann weiter in den Innenraum über. Und hier sehen wir, ja, die Instrumente und die sind einfach hier mit so zwei verchromten 1x1ern gelöst und wie ich finde, nicht besonders schön gelöst. Hätte man schöner machen können. Man kann erkennen, was gemeint ist. Zwei Rundinstrumente, aber naja. Dann haben wir hier so ein Lenkrad und noch hier so ein kleines Hebelchen, Blinker oder sowas.
ja, kann man alles so ganz gut erkennen, aber so ein bisschen mehr Details hätte ich mir da doch schon gewünscht. Dann seht ihr hier den weiteren Innenraum. Hier vorne haben wir die beiden Scheibenwischer an der nicht vorhandenen Scheibe. Und damit wären wir hier auch schon fast durch. Wir sehen hier diesen Seitenbereich, den Einstieg, den wir hier schon haben, wo später hier die Flügeltüren draufkommen. Okay, alles soweit ganz nett geworden. Aber richtig interessant wird es ja jetzt hier. Wir haben die Seite gebaut und das ist hier so ein Teil, was hier aufgesetzt wird mit so einem kleinen Knick hier drin. Und hier vorne, wo man jetzt an die Lichter kommt, da sind sie mal richtig, Moment, ich drehe das mal, also schwarz auf schwarz ist immer schwierig, da sind sie also richtig kreativ geworden, die Designer, um das hier hinzubekommen. Da werden schon interessante Bautechniken angewendet. Ich zeige euch mal eine. Lasst mich mal kurz schauen. Da wird nämlich so eine kleine Pin auf Noppe, wird da hier. Da haben wir es. Also da haben wir so einen Pin auf Noppe, so einen blauen, und der wird hier in so einen Stein reingesteckt und da kommt dann hier so ein kleiner abgeschrägter Stein drauf und der kommt dann hier unten drunter und das ist dann der, den man hier sehen kann. Also interessante Bautechniken generell, wie das hier vorne zusammengefrickelt wird. Gerade hier dieser Bereich hier, schaut sich an, das ist der Abschnitt und da kommt das so, 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 wird alles irgendwie darüber gemacht. Alles relativ fragil und was auch relativ fragil ist, ist dann hier die Befestigung. Das ganze Teil, also das hier, das dann gebaut ist, wird einmal hier aufgesteckt. Das ist easy. Geht dann hier vorbei. Hier kommt dann der kleine Knick und wird nochmal da unten, da kann man sehen, da ist so eine Gelenkplatte, die auf zwei Jumperplates dann draufgesteckt wird, damit das dann in der Schräge fixiert ist. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Da kann man es auch sehen. Da unten, da wird es aufgesteckt, steckt nicht hundertprozentig, ist natürlich schwierig und man sieht auch, wie es abgeschrägt wurde. Und dann, ja, dann hat man die Form dann zusammengebaut. Und ich muss sagen, die ist gut gelungen. Doch, finde ich schon. Das ist also recht nah am Original. Das gefällt mir echt gut. Was mir allerdings weniger gut gefällt, ist jetzt, ja, schaut euch's an. Hier, die Stoßstange, die ist ja hier ganz toll verchromt. Überall sieht 1A aus und schaut euch mal an, was da ist. Da ist, ja, da fehlt ein verchromter Stein, beziehungsweise da ist ein falscher Stein dabei. Da ist so ein blöder silbergrauer Stein dabei. Alles andere ist hier verchromt und das auf beiden Seiten. Und das sieht ja jetzt echt mal nach nix aus, oder? Also, finde ich gar nicht gut. Also, ganz ehrlich, toll, dass sie mit dem Chrom viel arbeiten, aber dann er macht es auch ordentlich, er legt die ganzen passenden Teile bei. Und vor allem, guckt mal ein bisschen auf die Qualität, guckt euch mal das Teil hier an. Das sieht ja aus wie ja, ein Zetter, der Opa mit dem SL schon irgendwie Einparkschwierigkeiten und fährt immer bupp auf Kontakt in die Garage rein. Also bei der Qualitätskontrolle hier bei dem Set, da mangelt es leider etwas, gerade bei den Chromteilen, auch hier oben. Wenn die Kamera scharf stellt, kann man das sehen. Da dieser Angusspunkt und das sieht alles nicht gut aus. Genau das gleiche oder ähnlich hat auch das Teil hier unten drunter, der Angusspunkt. Das sieht einfach unsauber aus. Also Respekt, Xingbao. Schön, dass ihr mit Chromteilen arbeitet, was Lego ja in der Regel nicht hinbekommt. Aber an der Qualität, da könnt ihr noch ein bisschen schrauben, damit ich dann auch damit zufrieden bin. So, aber jetzt genug hier rumgemosert. Insgesamt macht das Bauen hier echt Spaß und die Form ist schön geraten und ich freue mich jetzt schon auf Teil 4, wo es dann noch ein bisschen weitergeht. Wir sind dann auf Seite, wo starten wir bei 77 und es geht ja bis Seite 107, das heißt 30 Seiten haben wir noch. Weiter geht's und da unten liegen die Teile. Das hier sind alle Teile, die übrig geblieben sind bei dem Set. Also wir haben etwas, was wir hier in die Ersatzteilbirne reinfüllen können. Und dann können wir uns jetzt auch hier das fertige Modell anschauen, das ja echt schön geworden ist, allerdings seine Schwächen hat. So,
Ich zeige es euch mal. So sieht er von vorne aus. Finde ich insgesamt sehr schön geraten. Vor allem die Form ist hier gut aufgegriffen worden. So sieht er dann von der Seite einmal aus. Ich zeige euch gleich nochmal die ganzen Funktionen. Und so einmal von hinten. So, also die Funktionen. Wir haben natürlich hier Flügeltüren dran. Ganz klar, wir können die Motorhaube einmal öffnen. Darin sieht man dann hier auch jetzt die Räder, die da so ein bisschen sehr frei da drinnen rum sich bewegen können und da eben nur aufgesteckt werden auf die Lenkung, die ich euch bereits gezeigt habe. Aber insgesamt alles völlig in Ordnung. Aber der Motorraum, ja, der ist halt schon langweilig. Da braucht man schon deutlich Fantasie, um da einen Motor zu erkennen. Aber ist ja auch egal, das ist echt zweitrangig. Dann die Vorderansicht, da gehe ich mal ein bisschen tiefer mit euch und ein bisschen näher ran. So kann man das schön sehen. Er sieht von vorne echt klasse aus. Also finde ich sehr schön gelungen, vor allem auch, dass hier der Aufdruck ist. Ah, hier, den müsste ich mal noch ein bisschen gerade stellen. Fällt mir hier gerade auf. Also insgesamt sieht das echt klasse aus. Natürlich die ganzen Unperfektheiten bei den Chromteilen habe ich euch ja bereits erklärt. Auch so seitlich die Form, finde ich, ist gut aufgegriffen worden. Die Reifen, die liegen irgendwie bei mir hier ein bisschen sehr tief drin. Das sieht hier auf dem Bild anders aus. Bei mir liegen die echt, ihr seht es, sehr tief in den Radkästen drin. Aber jo, geht nicht anders, ne? Also da gibt es so ein paar Unterschiede zum Bildchen. Und dann haben wir hier die Griffe und die Türen. Die habe ich euch noch nicht gezeigt, die Türen. Die werden dann hier oben einfach nur mit diesen C-Clamps befestigt in der Mitte, was hier so ein klein wenig, naja, ich sag mal schwierig ist, ich zeige es euch mal, oder mich ein klein bisschen nervös macht. Die werden hier dran befestigt, so an diesem Mittelsteg, und der ist nur hier hinten angeklippt, und hier vorne, da ist er frei schwebend, denn hier vorne, wir haben ja hier gar keine Konstruktion, das hier ist ja nur eine Platte, die auf so einer Hingeplate sitzt, und ansonsten ist da nichts. Alles freischwebend, und da hängen auch die Türen dran. Es geht aber von der Stabilität, aber ich sag mal so richtig bombenfest ist das eben nicht. Wie gesagt, wir haben keine Frontscheibe. Finde ich persönlich schade. Wäre auch für die Stabilität besser gewesen, aber okay. Die A-Säulen werden einfach nur hier rangeklappt. Hier haben wir unsere Scheibenwischer. Da könnt ihr dann auch einstellen, ob hier gerade gewischt wird oder nicht. Die A-Säulen klappen wir ran. Die Türen haben hier schön nochmal so einen Chromgriff hier dran und passen wunderbar rein. Also wenn ich die hier reinklappe, dann sitzt das auch hier mit dieser Schräge. Klar, da ist eine Lücke, aber passt. Finde ich echt cool. Den Innenraum, den habt ihr schon gesehen. Pornös rot insgesamt. Aber jo, wieso nicht? Ne? Ist ein ganz guter Kontrast zum Schwarz. Türe einmal zu. Scheiben sieht man hier schon, auch wenn ich gar nicht ranzoome, verkratzt ohne Ende, so wie wir es kennen von unseren China-Herstellern. Also wirklich, die sind extrem verkratzt, die haben schon fast Milchglas-Optik. Naja, dann gehen wir mal etwas weiter nach hinten. Dort haben wir eine richtig brutale Antenne, eine Chromantenne. Okay, dann hier die hinteren Radkästen. Alles gut, auch da die Rädchen drin, wobei auch die, wenn ich mal so nach unten schwenke, seht ihr, dass die da schon sehr so auf Kante aufgesteckt sind. Das ist alles jetzt hier kein massives Fahrwerk, sondern es hält, aber es eiert auch alles schon ein bisschen rum. Also von der Seite, okay, von unten sieht man, dass es etwas schwächlich aussieht. Was aber überhaupt nicht schwächlich aussieht, ist das Heck. Das finde ich richtig cool gebaut. Gerade hier dieser Bereich hier mit der Leuchte, was hier so rumläuft. Ich weiß nicht, ob man das doch, hier kann man das noch wunderbar erkennen. Das ist nämlich hier alles mit solchen Gelenken, Teil für Teil für Teil für Teil für Teil. Und wird dann nur hier seitlich, da kann man es sehen, mit dieser einer Noppe angesteckt und dann einfach hier in die Form einmal rumgebogen. Ja, und das passt. Somit bekommt man die Form wunderbar hin. Und das sieht auch richtig, richtig cool aus, finde ich. Vor allem hier hinten mit der Chromstoßstange ist schöner gelöst wie vorne. Denn vorne hatte ich ja das Problem, dass hier dieses blöde graue Teil an der Seite ist. Also das definitiv falsch eingepackt, war so nicht auf der Packung. Und hier haben wir aber überall
die Chromstoßstange, die rundum geht. Wunderbar, auch hier Kofferraum mit Ersatzrad, habt ihr schon gesehen. Dann hier die Klappe, auch wieder mit C-Clamps einfach nur befestigt, kann man runter machen. Wunderbar, da ist dann auch der wunderschöne, schreckliche Aufkleber. Ich habe überlegt, mache ich ihn drauf oder nicht. Ich habe ihn drauf gemacht und er sieht so schon relativ bescheiden aus, jetzt wo er noch nagelneu ist. Naja, kann jeder für sich entscheiden, könnte man weglassen. Vorne ist das Benz-Zeichen, der Mercedes-Stern, so schön drauf gedruckt. Und hinten haben wir dann diesen, Aufkleber eben. Also, soweit, so gut. Wir haben auch ein Nummernschild hinten. Number 03010 hat das eine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben hier ein Öko-Auto. Wir haben nämlich keinen, Moment, da bin ich aus dem Bild raus. Wir haben keinen Auspuff hier dran. Also, vielleicht ein Elektro-SL. Keine Ahnung, wer weiß. Gab es natürlich nicht, aber ein Auspuff wurde nicht verbaut. Wobei hier insgesamt ja schon etwas an Details gespart wurde. Auch im Cockpit, ich habe euch das ja bereits gezeigt, Details, naja, sparsam, angedeutet, würde ich sagen. Und das ist so ein insgesamtes Fazit hier. Details könnten noch ein klein wenig mehr von, also für meinen Geschmack hier reingebracht werden. Da habe ich so ein kleines, kleinen Kritikpunkt dran. Was mir gut gefällt, sind die Chromteile. Was mir weniger gut gefällt, sind auch die Chromteile mit ihrer Verarbeitung. Aber ein ganz großes Lob hier an die Designer. Die insgesamte Form, die ist sehr schön aufgegriffen und umgesetzt worden. Die finde ich wirklich toll. Noch ein paar mehr Details, gerne noch ein paar mehr Teile. Es sind ja nur 825. Da hätte man ruhig auch, hier hinten ist keine Heckscheibe drin, noch ein bisschen mehr ransetzen können, dass man da so auf knapp über 1000 Teile käme, dann wäre das Teil hier noch mal schöner geworden. Aber insgesamt ist das schon ein Dreamcar. Kann man machen, wenn ein Mercedes SL sucht aus Klemmbausteinen, wo man hier alles Mögliche aufklappen kann. Also das heißt alles Mögliche, Kofferraum, vorne Motorraum und die Flügeltüren. Dem kann ich das Set hier echt ans Herz legen, Freunde. Es macht Spaß zu bauen. Ich hatte keine Fehlteile, nur falsche Teile, die nicht richtig verchromt waren. Aber ansonsten ein schönes, schönes Set, was dann zu meinen anderen Autos in das Regal wandern wird. Wenn ihr das auch kaufen wollt, ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Man findet es bei Amazon oder auch bei AliExpress. Ich schau mal, was ich finde. Ihr findet alles in der Videobeschreibung, da müsst ihr nicht lange suchen. Und dann könnt ihr das Teil hier gerne selbst bauen. Kommt eben von Xingbao und ist ein sehr, sehr schönes Set. So, Freunde, ich bin fertig mit Bauen, klappe hier nochmal alles zu, auch die Türen, und sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Mi Applecat. Macht es gut!